Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Odin war shoppen. Das hat sich jetzt hier auch ein bisschen was zusammengesammelt, wie ihr seht. Ich werde das mit euch jetzt mal zusammen auspacken und sagen, warum und weshalb. Einige Sachen sind auch schon ausgepackt. Einmal habe ich hier gekauft, das sieht jetzt schon ein bisschen ranzig aus, so ein Katzenkissen mit Katzenminze drin. Und da gehen meine Viecher voll drauf ab. Das liegt dann auch mal eine Weile rum, so einen Tag, zwei Tage liegt das dann mal rum. Dann entdecken sie das wieder und ja, spielen damit, beziehungsweise reiben sich da drin. Die Links mache ich euch zu den entsprechenden Produkten natürlich auch wieder in die Amazon-Beschreibung. Ist ein bisschen klein. Ich hatte vorher ein etwas größeres, aber erfüllt seinen Zweck. Ich habe es jetzt erstmal zur Probe, ob es gut ist, im Einerpack geholt. Gibt es aber auch im Viererpack. Im Einerpack habe ich 2,99 bezahlt. 2,89 habe ich bezahlt. Gibt es aber auch im Viererpack für 8 Euro oder so. Einmal das. So, für die Katzen. Dann habe ich von Produktwelt einen Brief gekriegt. Das wollte ich euch auch mal so am Rande erwähnen. Da hatte ich ja habe ich jetzt einen Gutschein gekriegt von 6 Euro. Da habe ich ja meinen Aufsatz für die Waschmaschine geholt. Also diese, für die Beko-Waschmaschine. Das läuft ja über die ab. Und da ist irgendwo was schiefgelaufen oder so, keine Ahnung. Da kriege ich halt jetzt einen 6-Euro-Gutschein. Keine Ahnung, wann ich da mal wieder bestelle, aber ich habe 6 Euro. So, dann kommen wir mal zu den nächsten Sachen. Den habe ich mir einmal geholt. So ein, kam halt auch ein bisschen komisch an hier in der Verpackung. Also das war wirklich so geknickt in so einem Luftpolsterumschlag. Eine Teleskophalterung für Kamera, für Selfies. Habe gedacht, wenn ich mich selber mal aufnehme, wenn ich wieder so ein bisschen rumlaufe oder so, da werdet vielleicht ganz gut, wenn ich sowas habe. Und ich habe dann auch da eine Fernbedienung mit bei, da kann ich dann ein Knöpfchen drücken. Da muss ich dann mal gucken, ob das auch so funktioniert, dass ich dann sagen kann, ich mache ein Video. Das habe ich mir geholt. So, dann können wir das hier mal beiseite packen. Dann habe ich für zu Hause, da mache ich noch mal ein extra Video zu, so ein Lichtstrahler geholt. Also so ein kleines Bühnenlicht ist das. Also so stand es bei Amazon drin. Und ich dachte, dann kann ich hier so ein bisschen so Licht drin bringen, so ein bisschen grün, blau oder so. Hier ist das die Linse. Das macht aber auch grüne, also so grün mit so Wassereffekt, so mit ein bisschen weiß. Da werde ich später separat nochmal ein Video zu machen. Hab auch gar nicht viel bezahlt. Was hat denn bezahlt? 15 Euro oder sowas in dem Dreh, weiß ich jetzt ja nicht so genau. Da mache ich später auf jeden Fall nochmal ein Video zu. Dann habe ich das bestellt. Das ist ein Zigarettenanzünder. Den habe ich diesmal nicht für mich bestellt, sondern für Sven Gott vom City Imbiss hier aus meiner Stadt, der auch mal eine Videothek hatte. Erstmal von mir aus hier Grüße an dich, weil er guckt auch fast regelmäßig meine Videos. Und der braucht unbedingt einen Zigarettenanzünder. Und da habe ich ihm jetzt den geholt. Den bringe ich jetzt heute oder morgen auch hin zu ihm. So, oh, der ist aber schön. Der ist so gummiert ist der. Der hat auch die passende Größe, dass er denn so in so einen Trinkbecherhalter passt im Auto. Und hier oben haben wir dann praktisch den Stromkabel da. Dann haben wir dreimal USB mit Out 1, Out 2, Out 3, da steht nicht da was. Und zweimal sozusagen Zigarettenanzünder. Und der Kabel dafür, der ist auch hier drinne. Werde ich nachher nämlich gleich, wenn ich meine Josie geholt habe, also meine Tochter, werde ich das dann bei ihm vorbeibringen. Das macht man dann im Auto, im Zigarettenanzünder und da ist der Stromkabel. Der scheint auch ziemlich lang zu sein. Wollte ich euch einfach auch nur mal so am Rande erwähnen. Also das wäre auch das wäre auch was für mich, was ich mir holen könnte. Wenn das neue Auto halt so ein Trinkbecher-Ding hat. Weil man hat gleich drei USB. Das ist cool.
So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier irgendwie wieder heile rinkriege. Achso, verkehrt rum. So. Kostet, wie viel habe ich bezahlt? Ich glaube 15,99 hat es gekostet. Die kriege ich dann nachher von ihm wieder. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das halt auch mal. So, das muss ich nämlich nachher gleich mitnehmen. Dann packen wir gleich mal bereit. Dann habe ich ein Sieb geholt erneuert, weil mein Sieb kaputt gegangen ist. Dafür weiß ich jetzt ja nicht, was ich bezahlt habe. 1,85 Euro oder 2,85 Euro. Was, Schatzi? Ja. Und haben wir schon eben zweimal benutzt. Funktioniert ganz gut. Ist auch nicht kaputt gegangen oder so. Ist auch schön stabil. Hier kann dann auch wieder eine Küche. So. Was haben wir denn noch? Ein bisschen haben wir noch. So, dann kann das hier schon mal weg. Was ist denn das überhaupt? Nee, 5,95 habe ich so ja bezahlt. Nichts wie noch was. Hier habe ich nämlich noch die Rechnung. 5,95 hat sie gekostet. So. Dann habe ich nochmal ein Festplattengehäuse geholt. Das ist für meine Mama, da will ich eine Festplatte. Ich habe ja noch einzelne Festplatten, will ich eine Festplatte reinmachen. 130 GB oder so. Und dann kann ich Mutti ein paar Fotos, ein bisschen Musik und so von ihr aufmachen. Und dann freut die Mutti sich. So, Mutti. Dann habe ich für mich auch von Beko was geholt. So, und zwar hier seht ihr das, da steht Beko, seht ihr das? Beko. Das ist eine Nasenklammer. Die hatte ich jetzt auch schon eh mal auf. Das ist hier so eine Art Gelee hier an der Seite. Das ist richtig weich. Und die ist dann so ein bisschen gebogen und dann kann ich mir die hier praktisch hier so aufsetzen. Aua. Ist auch im ersten Augenblick ein bisschen unangenehm, weil das ein bisschen zudrückt, aber ich denke mal, auf Dauer wird das schon gehen. Ich würde jetzt nicht gerade, wenn ich Schnupfen habe. Oh. Aber so ist die schon ja nicht mal so schlecht. Und die habe ich nicht für ein Schwimmen geholt, die habe ich für die Nacht geholt, um mein Schnarchen ein bisschen einzudämmen, weil meine Frau sagt, ich schnarche zu doll. Und dafür ist das, mache ich mir dann auf. Gut, ich schnarche dann irgendwann aus dem Mund. Aber die erste Zeit geht es erstmal in Ordnung, oder? Schatzi nickt. So. Dann habe ich mir für meine Lampen hier oben, warte mal, zeige ich euch mal. So, da oben habe ich mir neue Glühbirnen geholt. 13,85 glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Habe ich mir 4 Stück. Die waren auch für 13 noch was im Viererset. So sehen die aus. Die packe ich euch auch gleich mal aus. Die haben 5 Watt. Und sind Energiesparstufe A+. Weil die eine hat hier schon ein bisschen geflackert und so. Und da habe ich gedacht, naja, ist besser Ersatz zu haben. Und ich habe jetzt im Flur und im Schlafzimmer habe ich auch so mit Keramik, also so Kugeln praktisch, so wie hier. Und da sind jetzt so lange Glühbirnen drin. Auch energiesparend, die hatte ich schon mal früher gezeigt. Weil die halt keine anderen gefunden. Und jetzt habe ich die gefunden und wenn die vernünftig passen, dann kann ich mir die auf jeden Fall nochmal holen für Flur und Schlafzimmer, damit die vernünftig aussehen, dass die dann nicht über die Fassung hinausragen. So wie jetzt, da habe ich die langen, die ragen so hinaus. Die haben praktisch da unten die LED und dann hier praktisch wie so eine Linse, damit das halt alles nochmal verstärkt wird. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Bin ich mal sehr gespannt, wie die ist. Also, da kann ich euch dann später, sobald ich die eingebaut habe, mal auf dem Laufenden halten. Sind 4 Stück, wie gesagt, für 13,98, 13,85, 13,90, irgendwas. Ich packe euch die Links auf jeden Fall unten drunter. So. Das war's eigentlich auch. Das habe ich jetzt in letzter Zeit gekauft, also mehr habe ich jetzt nicht gekauft. Nö.
Ich habe noch ein paar Dinger vor hier, wo ich noch Videos machen will, wo ich ein paar Produkte gestellt bekommen habe. Das kommt auf jeden Fall noch. Und Schatzi macht mir demnächst hier, weil ich ja so ein Tatterich habe, macht sie mir noch meine Folie an mein Galaxy ran. Das werde ich nicht filmen. Ich werde euch danach dann nur das Endresultat zeigen. So, ich habe auch schon für Weihnachten vorgekauft. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil Schatzi ist ja da und die guckt ja Videos und Josie und meine Mutter und hast nicht gesehen. Da werde ich, wenn meine Freundin nicht mehr da ist, wenn sie arbeiten ist, werde ich in den nächsten Tagen ein Video machen und werde die Weihnachtsgeschenke mal abarbeiten. Mache ich alle in ihrem Video. Und das wird dann so um den 25. Dezember rum online gestellt. Logisch, warum 25.? Weil, ja, Josie soll, also meine Tochter, die guckt ja über den DS meine Videos. Schatzi guckt auch und so. Und die sollen ja nicht wissen, was sie bekommen. Deswegen wird das erst am 25. online geschalten, wenn alle ihre Geschenke haben. So, das war doch jetzt erstmal. Ach, Camtasia habe ich auch, das neue. Da werde ich nachher auch gleich noch Videos machen und meinen ersten Eindruck vom neuen Camtasia euch mal kundtun. Ich habe mich noch nicht so großartig mit beschäftigen können, weil ihr hört, meine Stimme ist noch nicht da. Ich habe jetzt eine ganze Weile flach gelegen. Aber den ersten Eindruck will ich euch unbedingt kundtun. Also ein bisschen werde ich heute noch abarbeiten. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.